Okay, wie rechtfertigt man eine einjährige YouTube-Pause? Geht nicht. Auf jeden Fall präsentiere ich euch heute einen Teil, weshalb ja, ich ein Jahr weg war an der Stelle. Nämlich arbeite ich seit fast 2 Jahren an einer Serie mit Tsumi und Ramis. Und heute präsentiere ich euch den Trailer zu dieser Serie. Es gibt noch wichtige Infos dazu. Und zwar habe ich vor 2 Jahren, genau 2 Jahren, ein interaktives Spiel mit Ramis und Tsumi gemacht. Und es gab ein Ende, welches eine Fortsetzung beinhalten würde. Und genau das ist die Serie. Deshalb würde ich euch sehr empfehlen, wenn ihr die Serie verstehen wollt oder ihr euch in die Hauptcharaktere hineinversetzen wollt, schaut euch die Decision is yours an. Spielt jede Entscheidung, weil nur so werdet ihr alles genau verstehen. Viele kleine Details dann in der Serie, die ihr nur verstehen werdet, wenn ihr das interaktive Spiel spielt. Es sollte jetzt hier rechts nochmal aufploppen, wenn das geht mit so einem i. Ansonsten ist es auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Jetzt wünschen Tsumi, Ramis und ich euch ganz viel Spaß mit dem Trailer. Scheiße, was machen die Bullen hier? Mein Bruder muss sie gerufen haben. Er hat uns wohl beobachtet. Gut, dann kommen wir endlich von der verdammten Insel runter. Nein, du verstehst es nicht. Er hat Freunde bei der Polizei. Die werden es so aussehen lassen, als wärt ihr die Mörder. Zwei von ihnen würden ungestraft davonkommen und könnten immer noch ein normales Leben führen. Was ist mit dem anderen? Der andere würde den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen. Aufgrund der besonderen Umstände halte ich es für richtig, die Angeklagten ins Gefängnis zu schicken. Zumindest für so lange, bis die Beweislage klar ist. Was? Haben Sie den Verstand verloren? Mein Name ist Jamie Moore. Ich bin hier Kommandant der Wachtruppe und ich heiße euch herzlich willkommen in eurem neuen Zuhause, Blackfoot Bars. Ich habe gehört, die erste Nacht im Gefängnis soll die schlimmste sein. Was sollen wir jetzt machen? Da uns das Gesetz im Stich gelassen hat, haben wir keine andere Wahl. Unsere einzige Hoffnung besteht darin, hier auszubrechen. Und wie stellst du dir das vor? Ich habe keine Ahnung. Es muss doch irgendeine Lösung geben. Ab jetzt noch 6 Tage. Früher oder später wirst du noch kommen. Dein anderer Bruder, ich glaube, Romeo war sein Name? Ja. Ich möchte, dass du ihn beseitigst. Er weiß einfach zu viel.